Guten Abend, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück hier bei Football Manager 2017 und Igor Loric und dem ersten FC Union Berlin. In der letzten Folge haben wir ein Unentschieden gespielt und ja, hier sehen wir es gegen Heidenheim 3-3, sehr ereignisreich, und wir haben eine Niederlage gegen Dortmund kassiert, aber das im Pokal, also nicht so schlimm, haben wir ja schon mitgerechnet. So, zwei kleine Änderungen, die jetzt eintreten ab dieser Folge. Und zwar gab es ja ein Zuschauervotum, an dem ihr euch beteiligen konntet. Dort konntet ihr konntet ja vorher schon eigene Vorschläge einbringen, welche Eigenschaften der Trainer bekommen soll. Und es gibt eine Entscheidung, und zwar habt ihr euch so entschieden, dass es zwei Eigenschaften werden. Da habe ich mich dafür entschieden, weil erstens die beiden Eigenschaften nicht widersprüchlich sind und beide hatten hohe Zustimmungswerte. Und da bin ich der Meinung, da braucht man keine Stichwahl zu machen zwischen den beiden Eigenschaften, weil sie halt eben nicht widersprüchlich sind. Und zwar ist der gute Igor Loric zu seinem mutigen Auftreten und ehrgeizigen Auftreten, hat er jetzt noch die Eigenschaft des offensiven Fußballspiels bekommen. Das heißt, er wird, wenn möglich, offensiv spielen. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Und er ist aufbrausend geworden. Das heißt, er kann auch schon mal schnell pumpig werden und vielleicht dem einen oder anderen seine Meinung sagen. Und in Kombination mit den anderen Sachen ist das schon interessant. Da sind einige Handlungsspielräume da. Das heißt zum Beispiel, dass er, wenn ein bestimmter Spieler halt eben nicht so spielt, wie er will, dann kann er auch mal die mutige Entscheidung treffen und sagen, ja, du wirst jetzt erstmal die nächsten 5 Spiele da auf der Bank bleiben oder überhaupt nicht auf der Bank sitzen, und dafür kommt dann jemand anderes rein. Also das kann ich mir gut vorstellen. Oder auch bei Spielern, die halt abwanderungswillig sind, dass er da dann ein bisschen aggressiver vorgeht. Ich bin gespannt. Aber das heißt auch zum Beispiel bei den Pressekonferenzen. Da gibt es auf jeden Fall interessante Spielräume und ich bin gespannt, wie es denn hier so weitergeht mit Igor Loric. Wie gesagt, mit diesem offensiven Spielmuster passt das eigentlich auf, so aggressiv in allen Lagen. Ist, denke ich, interessant. So, ansonsten die zweite Änderung, und zwar ging es um die Dauer der Folgen, und zwar hat sich da die Mehrheit eindeutig dafür entschieden, dass die Folgen maximal 20 Minuten dauern. Ich weiß, jetzt sind einige Leute dann enttäuscht. Ich werde das so machen, ich werde natürlich nicht mitten in einem Spiel cutten, also dass jetzt irgendwie ein Spiel 10 Minuten, also 15 Minuten angefangen ist und dann einfach schneiden oder irgendwie sonst was. Das Spiel wird immer auf jeden Fall zu Ende gemacht, aber es kann halt eben sein, dass es Folgen gibt, wo es keine Spiele zu sehen gibt. Wir können ja diese Abstimmung gerne nochmal zu einem späteren Zeitpunkt nochmal darüber abstimmen lassen, was ihr halt eben besser findet. Aber jetzt erstmal werden wir das so machen. Okay, das heißt also maximal pro Folge ein Spiel. Aber das heißt nicht jeden Tag würde es ein Spiel geben. Zainulao ist gut in Form und ich habe ein bisschen in der Taktik rumgebastelt. Und zwar habe ich hier ein weiteres System etabliert, und zwar dieses 3-4-3 mit 3 Schattenstürmern. Ja, es sind wieder Schattenstürmer, ich weiß, aber ist ja in Ordnung. auf jeden Fall ist das, hatten wir das ja kurzzeitig angewendet im letzten Spiel, und deswegen habe ich das mal hier so eingebaut, falls wir damit spielen. Aber unsere Standardtaktik bleibt weiterhin erstmal diese hier. Wir werden direkt mal weitermachen, damit wir auch noch ein Spiel hinbekommen. Kessel will mit uns sprechen, er möchte eine Chance in der ersten Mannschaft. Wir werden ja auch jetzt, bei ihm werden wir nicht pumpig sein. Das war derjenige, der sich verletzt hat. Er wird auf jeden Fall ein paar Spiele bekommen. Da haben wir kein Problem mit. So, unser nächstes Spiel gegen Nürnberg. Denke ich, werden wir aber in diesem Spiel auf jeden Fall, also in dieser Folge noch machen. So, dann schauen wir mal. Rafael Korte. Ja, der hat auch nicht wirklich so die besten Bewertungen. Ja, 6,82 geht noch, aber da waren einige dabei, die nicht so toll waren. Oh. 26 Sekunden nach dem Anpfiff im Spiel gegen Heidenheim ist bei Union Berlin ein neuer Rekord für das schnellste Tor in einem Spiel. Sehr schön. Haben wir einen neuen Rekord aufgestellt. Oh. Kann sich sehen lassen. Trimmel hat hier 4
also Fehler gemacht. Und Zainulao mit 8 Schlüsselpässen. Ja, da sieht man, wie wichtig der für uns ist. Wie gesagt, dieses 3-4-3, das ist sehr, sehr offensiv. Das kann ich ja mal kurz gleich erklären. Das hier können wir so machen. Und zwar ist das hier so, dass wir dann natürlich hier ordentlich Lücken haben, die wir versuchen aber so zu schließen, dass wir hier halt das eben wieder kompakt ziehen. Deswegen diese 3 Schattenstürmer. Das habe ich ja schon mal erklärt. Ich habe das gern, wenn die Stürmer ein bisschen weiter nach hinten stehen. Und ein bisschen mithelfen in der Defensive, beziehungsweise so krass helfen die jetzt auch nicht, aber dass da wenigstens ein bisschen, dass das ein bisschen enger gezogen wird und nicht so große Lücken da sind. Aber wie gesagt, das ist eine sehr, sehr offensive Variante, was wir da eingestellt haben. Werden wir nicht als Standardtaktik nutzen, aber sollten wir im Auge behalten. So, also, hier Nürnberg haben wir, die sind ja momentan Erster bei uns. Ist bei Standardsituationen anfällig, dann werden wir das auch mal vor dem Spiel trainieren. Müssen wir auf jemand aufpassen, ja, Guido Burgstaller. Der ist hier noch in Nürnberg. Okay. So, verliehene Spieler. Ja, Köhler, Nixi. Ja, Nixi, der hat ganz, ganz. Also, der Korte geht ja noch. 6,82, da kann man sich nicht beschweren. Also. Das war der Nixi, das habe ich verwechselt. Okay, aber der hat hier wirklich schlecht agiert hier in Nijmegen. Müssen wir schauen. So, Zainulao macht das gut. Größte Leistungssprünge bei der Taktik. Das ist gut. Und Pedersen und Zainulao sind der Elf der Woche. Das ist auch gut. Das freut einen immer wieder. Also, Zusammenfassung der Scouting-Ratschläge. Ja, werden wir alles mal scouten, kennen wir ja. Und Parensen will mit uns sprechen. Er möchte ebenfalls mehr Einsätze, wenn wir ihm ebenfalls versprechen. Das wird kein Problem sein, das kriegen wir hin. Das haben wir ja schon teilweise hinbekommen. Und wir müssen sowieso immer ein bisschen mal rotieren. Das ist ja dann eben kein Problem. So, Zufriedenheit des Vorstands, schauen wir mal. Wir haben 55%. Besonders überzeugend war der 5-0-Sieg gegen München. Und dass Kripski eben weggegangen ist, glauben die Fans, das war schlechtes Urteilsvermögen. Okay, bei Skripski, das könnten wir jetzt auch sagen, das könnte ja schon die ersten Ausuferungen unseres aufbrausenden Charakters sein. Aber gut, Kontostand ist momentan sicher. In diesem Moment haben wir Verluste gemacht. Ja, Spielergehalt ist ein bisschen hoch. Müssen wir schauen. So, Thiel möchte persönliche Angelegenheit sprechen. Er möchte ebenfalls Einsätze. Genau, sagen wir hier, dass ich will Ihnen Einsatzzeit geben, aber Shane Ferguson ist gerade in einer so guten Form, dass ich ihn nicht herausnehmen kann. Sie müssen bereit sein, auf seinem Level einzusteigen, wenn er nachlässt. Das klingt logisch. Sehr schön. Da kommt dann auch ein bisschen der Konkurrenzkampf rein. Der Ferguson, der hat jetzt die letzten Spiele, glaube ich, gar nicht mal so gut gespielt. Den können wir tatsächlich mal scouten lassen. Den hier nicht. Auch nicht. Können wir mal kurz reinschauen. Wo haben wir den Ferguson? Genau, wir hatten ihn mal rausgestellt. Naja, es geht. Das ist ja nicht super schlecht. Also, wir haben ja nicht den Anspruch, da mit einer 7-5er Bewertung rumzulaufen. So, Spieler loben. Werden wir mal machen. Pedersen. Wir sind da mal leidenschaftlich. Aufbrausend kann man ja auch als Leidenschaft definieren. Ihre Form hat sich zuletzt enorm verbessert. Weiter so. So, sehr schön. Der ist zufrieden. Der jammert nicht. So, Toni Leistner. Ebenfalls leidenschaftlich. Ihre Form hat sich zuletzt enorm verbessert. Weiter so. Sehr schön. Und auch noch Kolhoff. Wenn wir mal hier das sagen, Ihre Form hat sich zuletzt verbessert. Ich hoffe, das geht weiter so. Sehr schön. Gut. Ja, versprochene Zusagen. Fürstner und Hedlund in der Startelf. Müssen wir mal schauen.
sind mittlerweile schon im November. Also so langsam kommen wir auch der Winterpause entgegen, aber wirklich sehr, sehr langsam. So machen wir mal weiter. Dann werden wir auch mal schauen, wie sich das denn so, wie der Kader steht und auch die Trainer mal genauer unter die Lupe nehmen. Wie gesagt, jetzt arbeiten wir erstmal mit denen, die wir haben, weil erstmal schauen, ob wir mit denen klarkommen. So, wer hat viele Fehler gemacht? Misoprico. Nürnberg ist Erster, wir sind Fünfter. Das wird ein schwieriger Gegner. Wir werden versuchen, offensiv aufzutreten. Ich weiß nicht, ob wir mit dem 3-4-3 beginnen sollen und dann später auf dem 4-4-2 wechseln. Ich wäre schon fast gewillt, aber dann kriegen wir nachher von der Leihspielerliste streichen. Das ist der Torwart. Ja, können wir machen, den müssen wir nicht ausleihen. Das war klar. Asani hat sich verletzt und das 6 bis 8 Wochen. Das ist super. Da müssen wir schauen, wen wir dann da hinstellen. Aber gut, das ist jetzt die Chance für Hedlund. Und auch eben für Thiel, da die Chance zu nutzen. Schauen wir mal. Wenn wir gewinnen würden, könnten wir theoretisch hier bis auf den 3. Platz hochsteigen. Wir sind auf jeden Fall im Aufstiegsrennen dabei. Auch wenn es am Anfang nicht so toll ausgesehen hat. Aber da müssen wir halt jetzt anknüpfen. Und Nürnberg, das wird ein sehr, sehr schwerer Gegner. Also das machen wir auf jeden Fall noch hier in diesem Spiel. Das wäre jetzt ein bisschen abrupt, jetzt hier zu wenden. Ja, wir sind da der krasse Außenseiter. Eintracht Braunschweig muss gegen VfL Bochum antreten und sie wollen allen beweisen, dass sie diese Saison ein Wörtchen im Aufstiegskampf mitreden möchten. Glauben Sie, dass sie diese Partie gewinnen können? Also werden. Wir sind mal ganz ruhig. Wir sind ganz bestimmt. Ich habe nichts zum Spiel gegen Eintracht Braunschweig zu sagen. Wir konzentrieren uns voll auf unsere Aufgabe. Gerüchten zufolge werden sie mit einem Transfer von Dynamo Dresdens Kreuzer in Verbindung gebracht. Werden sie sich dazu offiziell äußern? Da sind wir mal leidenschaftlich. Ich werde mich heute über keinerlei Transfergerüchte äußern. Auch wenn man sich fragen könnte, warum man das jetzt unbedingt auf leidenschaftliche Art und Weise machen muss. Aber gut, so dass man eben sieht, wie das Feuer in den Augen lodert und man voll bei der Sache ist. So stelle ich mir das ein bisschen vor. Sehr schön, hier Kräuter Fürth hat verloren. Das ist nicht schlecht, das ist sogar gut. Aber gut, wir müssen jetzt erstmal nachziehen. Und das wird schwierig genug. Also ich würde sagen, wir würden jetzt erstmal mit dem 3-4-3 beginnen. Und ja, das wird schwierig. Ich bin mal gespannt. Schlimmstenfalls kriegen wir einen übelst auf den Deckel, aber wenn, dann ist das halt eben so. Aber ich würde einfach sagen, so mal, um da vielleicht Nürnberg zu überrumpeln. Na ja gut, wir spielen auch auswärts. Also da wäre eigentlich schon besser, wenn wir dann eine defensive Taktik fahren. Aber wir sind jetzt offensiv. Also ich glaube, das hat auch ein bisschen so an seiner Ehre so ein bisschen gekratzt, dass wir gegen Heidenheim nicht so gut abgeschnitten haben. Kann ich mir vorstellen. So, dann schauen wir mal. Die spielen mit einem 4-5-1. Ah, die haben hier zwei Flügelspieler, die sind gefährlich. Wisst ihr was? Wir gehen volles Risiko. Wir werden aber die Mentalität auf Standard lassen. Schauen wir mal. Zainulau möchte ich gerne in der Mitte sehen. Kolhoff machen wir dann hier hin. Pedersen. Ja, jetzt natürlich haben wir jetzt ein Problem, was die Außenverteidiger angeht, aber die müssten wir dann halt eben hier auf diese äußeren Mittelfeldspieler umstellen. Man kann das zum Beispiel so machen. So, der dritte Schattenstimme wird dann Hosnier, der wird in der Mitte sein, nicht Zainulao. Das ist ja Blödsinn. Genau.
So, Pedersen links, Kreilach, Groß, Quiring, Puncic, Trimmel, Leistner. Gut. Bringen wir mal Thiel wieder mit rein. Daube ist auch wieder verletzt, nicht verletzt, wieder dabei. Ferguson bringen wir gegen Redondo. Die könnten wir eigentlich auch reinbringen hier gegen Pedersen. Und Kessel bringen wir mal rein gegen. Gegen wen bringen wir ihn rein? Gegen Pedersen. Parensen könnten wir eigentlich hier tauschen gegen Trimmel. Den tauschen wir dann gegen Leistner. Na gut, der ist aber eigentlich links. Wie groß ist denn der? 1,80. Okay, den tauschen wir dann gegen Puncic. Genau. Okay, dann würden wir so reingehen. Ich bin mal gespannt, wie wir da spielen werden. Mehr als schief gehen kann es nicht. Ah, genau davor habe ich Angst, aber gut. Wir werden sehen. Ansonsten wissen wir ja, wen wir dafür die Schuld geben können. Und zwar Igor Loric. Der ist an allem schuld. Ich habe gar keine Kontrolle über ihn. Nein, Quatsch. Ich bin zuversichtlich. Ich bin mir sicher, dass wir das hinbekommen. Ich bin mal gespannt, wie wir da spielen. Vielleicht können wir sie ja wirklich so überraschen. Aber wie gesagt, das ist der erste und das wird eine schwierige Aufgabe. Okay. Gehen wir die Sache an. Ihre Aufstellung heute könnte einen Taktikwechsel erwarten lassen. Was sind Ihre Absichten dabei? Da gehen wir auch mal leidenschaftlich rein. Ich habe das Team und die Taktik so gewählt, wie ich denke, dass sie uns die besten Chancen auf den Sieg bringt. Genau. Gehen wir mal voll aggressiv da rein. Okay. Ja, was werden wir machen? Wir werden Burgstaller besonders decken und immer pressen, auch wenn er ein Flügelspieler ist. Gut, nein, das brauchen wir ja nicht. Pressing nicht zu machen, aber Tackling und immer auf den schwachen Fuß. Und Misopreko genau das gleiche. Okay, weiter zur Teamansprache. Ich werde das auch hier so machen. Also wir werden das weiterhin so beibehalten, dass der Co-Trainer, unser Kollege hier uns hilft. Aber wenn wir halt eben mal wütend sind, weil eben etwas nicht so läuft, wie wir es haben wollen, dann werden wir auch mal selbst persönlich hier vielleicht ein paar Leute angehen. Schauen wir mal. So, jetzt vorsichtig. Das ist eine großartige Möglichkeit, dem ihn. Ja, er geht wieder auf die Medien los. Okay, dann fangen wir mal an. Ich bin gespannt. Okay. Ich hoffe, von der Lautstärke passt das noch. So. Ja, wollen direkt angreifen. Ah, gut, den Ball geholt. Schöne Kombination. Ah, Kolhoff, der müsste durchspielen, aber leider gut aufgepasst. So. Versuchen jetzt den ersten Angriff aufzubauen. Ja, das ist halt das Problem bei Dreierverteidigung. Oh mein Gott. Ja, nein. Aufpassen. Zum Glück, das sah sehr, sehr gefährlich aus, muss ich ehrlich sagen. So. Lautern führt gegen München, stand gerade da oben. Also Freistoß. Ah, Quiring. Spielt nochmal zurück auf Leistner. Kreilach jetzt vielleicht, wenn er da durchspielt und er schießt drauf. Ah, war kein schlechter Versuch. So, Eckball. Fahren Sie. Foul von B. Es gibt Elfmeter. Oh. Das habe ich jetzt gerade irgendwie überhaupt nicht mitbekommen. Groß kommt schon. Ich drücke beide Daumen. Groß macht ihn rein in der 20. Minute. Groß schießt und er hält ihn. Ach, das kann doch nicht sein. Dann kriegen wir die Riesenmöglichkeit und Groß macht ihn nicht rein. Und da Foul von Zainao.
Wir haben wieder mal sehr viel Ballbesitz. Ja, da war wieder mal eine gute Chance für Nürnberg. Okwiri geht da gut durch, aber verliert den Ball an Behrensen. Sind halt sehr, sehr konteranfällig, wie wir hier sehen. Rico in Mesenhöhe hat den Ball. Wir werden mal von Standard auf Kontrolle gehen. Wir haben die Passgenauigkeit und auch eben den Ballbesitz. Wenn wir schauen, haben wir sehr viele Pässe. Gut, jetzt verlieren wir ein bisschen an Ballbesitz. Aber sehr gut den Ball erobert. Jetzt vielleicht ein schneller Angriff. Ja, Kohlhoff, der geht erstmal ein paar Meter allein. Spielt ab Kreilach, Zeynulao, der könnte da durchspielen, hat er aber nicht gemacht. Na gut, Quirin und Hosnier und Schäfer hat den Ball. Also, ich muss ehrlich sagen, das sieht gar nicht mal so schlecht aus mit dieser Formation. So, wieder Freistoß, Zeynulao kriegt den Ball rein, kriegt den Ball wieder, nochmal rein und da... Ah, Schäfer hat den Ball. Kopfball, glaube ich, von Ferguson. Wieder Freistoß, gute Position, Zeynulao, schon wieder übers Tor. Hofland ist verletzt. Auf der anderen Seite. Ja, natürlich eine tragische. Ja, ist natürlich tragisch. Kroos hat hier eine sehr, sehr schlechte Bewertung, 6,2. Sollen wir ihn rausnehmen? Wir nehmen ihn mal raus und bringen Fürstner rein. Sind da jetzt mal konsequent, ansonsten lassen wir mal unseren Pedersen hier die Halbzeitansprache machen. Vorsicht, ich bin erfreut über den Spielverlauf. Weiter so, das stimmt. Das müssen wir ja ehrlich so sagen. So, machen wir ansonsten weiter. Wir spielen mal mit der Taktik hier weiter. Er sieht eigentlich ganz gut aus. So, Rosenier. Kohlhoff hat den Ball, der wird jetzt alleine da durchrennen, der müsste abspielen, verliert den Ball. Burgstaller ist natürlich nicht so toll. Ja, müssen aufpassen. Ah, gut gemacht von Leistner. Eieiei. Ach, das kann nicht sein. Der lange Ball und dann hier Verteidiger. Hat er nicht aufgepasst. Er hätte da normalerweise hinterherziehen müssen. Also, ach, das ist ein unnötiges Gegentor. Ah, da werden wir auch mal kurz ansprechen, denke ich. Das gefällt uns natürlich uns gar nicht. Wir werden da mal ein bisschen aggressiver. Mehr fordern. Okay, machen wir weiter. So, Kreilach. Ah, Burgstaller ist da. Also Behrensen, Silvestre. 2-0. Ja, jetzt kriegen wir die Gegentore. Schon wieder über die gleiche Seite, also... Verteidiger kommt da nicht hinterher. Das ist derjenige, der ein bisschen zu weit vorne steht. Der hier auf Vorstoppen gestellt ist. Schauen wir mal. Zeynulao, Freistoß. Ja, übers Tor. Gucken wir mal, dass wir vielleicht da offensiv noch was reinbringen. Ja, wobei, wir nehmen erstmal hier, das ist Parensen. Nee, der müsste auf der linken Seite sein. Das müsste eigentlich Leistner sein. Ja, scheint frustriert. Ist klar, trotzdem, wir werden mal hier Parensen rausnehmen und dafür Dillner reinbringen. Und wen bringen wir da jetzt eher rein? Ja, Ayildiz oder Thiel? Wir bringen mal Ayildiz rein. Und zwar werden wir das mal hier gegen Kohlhoff machen, der hat heute nicht so gut gespielt. Wir werden mal hier mit den Spielern reden. Dillner. Ja, wir sind mal ein bisschen aggressiver. Ich erwarte von Ihnen eine gute Leistung. Ayildiz ebenfalls. Zeigen Sie mir da,
Zeigen Sie mir, was Sie drauf haben. Ich erwarte einen guten Auftritt von Ihnen. Wirkt er verwirrt und demotiviert. Ja, er ist von dieser aggressiven Gangart nicht. Oder damit kommt er anscheinend nicht klar. Schon wieder eine Möglichkeit. Und das geht einfach viel zu einfach. Liegt das jetzt an der Formation? Fragezeichen. Es ist wieder der linke Verteidiger. Nicht der linke Verteidiger, der rechte Verteidiger, also hier. Das müssen wir vielleicht noch ein bisschen anders stellen bei dieser Formation. Können wir jetzt schon mal machen, damit das hier in diesem Spiel nicht mehr passiert. Das ist eher hier. Den stellen wir ebenfalls mal auf Rückendeckung. Hat ja eigentlich sonst gut geklappt bis jetzt. So, ein Angriff mal wieder, ein Yildiz. Auf jetzt nur kein Blödsinn, Mann, der schießt drauf. Ist okay. Wir haben zwar gute Spielanteile, aber wir kriegen einfach kein Tor geschossen und das ist das Problem. Das müssen wir in den Griff bekommen. So, schauen wir mal. Quirin, Bosnia, Kreilach, Yildiz schießt wieder drauf. Schäfer ist da. Wir gehen mal von Kontrolle auf Angreifen. Wir schauen mal, ob wir da noch was hinbekommen. So, Nowald spielt er ab. Der wird den jetzt reinmachen. Und gut gehalten von diesem Hunger. Gut, jetzt ist es sowieso nur noch so eine Sache, einfach nur noch nach vorne, weil ansonsten kriegen wir da nichts hin. Am Anfang hat das gut ausgesehen. Bin ich ganz ehrlich, das hat mir relativ gut gefallen, aber zum Ende hingegen, also gerade auf der rechten Verteidigerposition, das war nicht so toll. Ja, langer Ball nach vorne. Höhwald. Da haben wir Lushi, Burgstaller, Miesenhüller ist da. Stellen mal ein, dass wir alles nach vorne werfen. Wir wären damit auf den 7. Platz jetzt runtergerutscht. Ist natürlich nicht so toll, aber wir können es leider nicht ändern. Immerhin haben wir gegen den ersten gespielt, aber trotzdem, damit ist die schöne Serie auf jeden Fall zu Ende in der Liga. Wir werden jetzt mal hier selbst hingehen und aggressiv mal hier sein. Ich bin mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Nein, das sind wir auf jeden Fall nicht. Okay, wir schauen uns das mal an. Also wir haben relativ gute Spielanteile, was die Schüsse und Torschüsse angehen. Klare Torchancen hatten wir zwei Stück, aber gerade bei den halben Chancen hatten wir jetzt sehr, sehr wenige und dafür eben Nürnberg wesentlich mehr. Ballbesitz hatten wir auch ein bisschen mehr. Müssen wir schauen, was wir mal da machen. Hier der rechte Innenverteidiger vielleicht ein bisschen zurückstellen. Und ja. Aber das werden wir alles in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt. Let's Play Football Manager 2017 mit Igor Loric und dem ersten FC Union Berlin. Das war's von eurem Kumpas Bambuso.